Digimon-Ding. Wir haben uns jetzt mal das Video von CK Phoenix angeguckt, wo er Real-Life-Anime-Duelle macht, was ganz cool ist, aber dann wurde mir ein Link zugeschickt zu dem Video, was wir uns heute angucken, nämlich Real-Life-Card-Games-Battle, und das gucken wir uns heute einmal an. Das ist ein japanisches Visual-Effects-Studio, das heißt, das ist wahrscheinlich richtig cool. Wir sagen viel Spaß mit dem Video. Richtig dramatisch gemacht, ey, voll gut. Wow. Oh, Jamadu. Oh, Mystic Mind, Bruder. Cool gemacht. Nee, oder? Jetzt nicht Anaconda, oder? Ihr wollt jetzt nicht Anaconda macht damit der Dragoon, oder? Wow. Jetzt seid's aber. Oh, der ist. Oh, das ist der. Oh, geh mal zurück. Oh, ist der cute. Guck ihn hier an. Geh mal zurück. Oh, ist der nicht cute, Leute? Oh, den hätte ich gern zu Hause. Das Magician Girl, ja, okay. Kann man so machen. Digimon-Ding. Oh mein Gott, ich feiere es übel. Oh mein Gott. Hudson. Dead Pokémon! Rickrolled! Einfach verwirrt. Oh mein Gott, ey. Kirapa. Wild. Richtig wild.
Alter, man kann das gar nicht zusammenfassen, was alles passiert ist. Also es ist so ein cooles Video. Es ist natürlich alles auf Japanisch, aber das ist visuell halt richtig geil. Ich habe den Sinn von dem Video nicht ganz verstanden, aber es sah cool aus auf jeden Fall. Also da cool, cool gemacht, viel Yu-Gi-Oh!-Konto logischerweise. Der Zeitzauber war extrem cute. Da Mission Girl muss halt auftauchen, ist halt wie halt ikonisch. Ja, auf jeden Fall, Link ist in der Videobeschreibung zu dem Video. Guckt euch mal in Ruhe an, vielleicht ein bisschen langsamer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.